Es ist dann gekommen, das Jahr 2007 mit neuen Testspielen, Vorbereitungsspielen. Ja. Ich möchte ganz gern den Positiven beginnen. Von unseren Spielern, ja, haben alle überlebt. Wir haben gespielt 12 Matches. Ja. Von diesen 12 Matches haben wir 11, also, nicht verloren. Ja, ja. Wir haben sie aber auch nicht also klar gewinnen können. Wir waren oft der moralische Sieger. Ich würde sagen, wir gewinnen in dem Sinn, dass du also wirklich mehr Tore schießt als die andere Mannschaft. Das ist uns dann eigentlich nur einmal gelungen. Also das Jahr 2007 suboptimal verlaufen. Mein persönlicher Tiefpunkt, das Match gegen Schottland. Erstens einmal war es da für Ende Mai ziemlich kalt. Zweitens war das Hanapi-Stadion, das ja nicht wirklich groß ist, nicht einmal zur Hälfte ausverkauft. Drittens hat den Ankick vorgenommen die Dagmar Koller. Ich meine, ich gehe auch nicht in die Volksoper, hupf einmal über die Bühne, bevor das Ballett losgeht. Ne? Die Dagi hat natürlich gleich so deppert in den Ballen reingestöckelt, ne? Dass der gleich mal hin war. Ja? Dann haben sie präsentiert dort zum allerersten Mal die beiden EM-Maskottchen, Trix und Flix, wer sich erinnert. Ja? Also diese stupiden Gammellöwen sind da zum ersten Mal übers Feld gehopst. Ja? Wir haben die gesehen, waren natürlich Fix und Foxy. Ja? Meine, so haben die nebenbei auch ausgeschaut wie Fix und Foxy, aber halt auf Drogen. Ja? Ja, viertens, also Trix und Flix, und fünftens haben wir dieses Match natürlich auch verloren. Ja? Nämlich 0-1. Wir sind dann im Fanblock miteinander gegangen zur Analyse. Ins Gasthaus unseres Vertrauens. Ja? Also haben dort eine Zeit lang das Ganze durchbesprochen, Spielsituationen nachgestellt. Da brauchst du eine gewisse Anzahl an Biergläsern. Ja?